Morgen, morgen, Mensch, Midgards. Es ist wieder Zeit für Alien Dark Descent. Wir haben 5 Leute, 58% der Kampagne, 14 Tage nur noch Zeit. Und der nächste Einsatz, ja, was soll ich sagen? Wir sind in der Forschungsstation. Wir haben letztes Mal den Weg quasi hier in der obersten Gebiet hier, haben wir alles durchwühlt. Bis auf die Kammer hier, die haben wir frei gemacht, weil wir wollen ja hier anfangen, um hier den Fahrstuhl runter zu machen. Hoffentlich entdeckt uns bis dahin keiner. Wäre ja tragisch, schon vorher in Kontakt zu haben, weil dann dürfen wir wohl auch keinen Fahrstuhl fahren. Ach, das ist alles ein Quark immer. Ja, auch immer, zumindest, ja, hier unten ist ja auch noch was. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Das kriege ich bestimmt selbst noch nicht auf. Das kommt bestimmt zum Ende, wa? Na, wie auch immer. Zumindest, da sammeln wir uns jetzt Muni und ein Medipack. Oh, hier waren so ja Vorräte, die hätte ich noch mitnehmen können. Egal. Also Muni, Medipack, runter mit dem Fahrstuhl oder hoch. Runter oder hoch. Wir müssen erstmal hoch. Da sind unsere, ja, Missy-Stalten. Wenn wir keine Medis mehr haben, kriegt der Hypochonder Stress. Der hier in der Mitte kriegt einfach immer Stress, wenn er einen Alien sieht. Also sollte er am besten nicht in einem Alien-Spiel auftauchen. Was ich vergessen habe, ich habe mir letztes Mal das Plasma-Gewehr gekauft und nicht mitgenommen, weil ich zu dumm bin. Das wollen wir heute natürlich mal ändern. Scheiße. Flammenwerfer ist auch ganz nett. Aber wir haben uns noch den Raketenwerfer vorher gekauft, also bist du heute damit unterwegs. Hübsch, hübsch, hübsch. Fett bewaffnet hier, meine Güte. Was für ein Vieh. Fettes Rohr auf dem Rücken, herrlich. Wir brauchen noch jemanden mit Normalwaffe, das wird der hier sein, wegen dem Granatenwerfer. Kann noch eine Schrotter, Mine, Mine. Das war die, ich nehme lieber zwei Schrot, glaube ich, mit. Ja, nehmen wir die zwei einfachen Soldaten, die kriegen die Schrotsachen sozusagen. Und ansonsten, ja, rein in die gute Stube. Hier müssen wir uns ein bisschen was zukaufen, da haben wir so einiges verbraucht. Medis, wie gesagt, lag 1 rum. Da können wir auch einfach auf 6 mitnehmen. Hier nehmen wir auch bloß 4 mit. So, Granaten sollen immer noch schick sein. Facehugger sind Kacke, wollen wir nicht haben. Entdeckungszeit. Bin ich mir unsicher. Also Antisäure auf jeden Fall. Minen will ich nicht haben. Wir können hier mit den Stress besser senken. Und was auch noch neu ist, dass die Nester nicht so. Das heißt neu, aber zumindest, dass die Nester nicht mehr so abgefuckt sind. Damit verbrauchen wir jetzt schon wieder 10 Punkte. Wir sollten also im Level auch ein bisschen was finden. Wir nehmen das mit dem Entdecken auch noch mit. Scheiß drauf. Wir haben bis auf 14 Tage Zeit, bevor das Spiel wahrscheinlich sagt, wir sind tot. So, die steigen ein. Ich überspringe den Kram immer gerne, weil es einfach immer die gleiche Animation ist. So, auch das können wir überspringen, den Anflug. Diesen fantastischen Anflug. So, alles aussteigen. Genau so treten Marines auf, genau so. Move on. Nee, falsche Kammer. Move, Verzeiht, move. verzeiht. In die unterste? Nee, doch nicht, war richtig. Hä? In die oberste? Eins von drei. Ah, drei Versuche, einer hat die getroffen. Scheiße. Schön dumm. So, einer, zwei, drei, vier, fünf. Let's see what's inside. Wir können der letzte auch noch daran gehen. Das Auto schießt schon. Let's see what's Haben wir inside. alles? Ja, würde ich mal so behaupten. Na dann, voll raus und wir hauen wieder ab. Nein, Quatsch. Rein in die gute Stube. Na los, ihr Hampelköppe. Mal ein bisschen schneller. Ich will hier nicht ewig verbringen. Ich will doch bloß den Gang da runter. Ich würde ja gerne mal was sehen, aber die Basis hat ja bisher noch keine Lust. Jetzt. Na, schnell runter hier den Gang. Schnell runter, komm. Einfach runtersprinten. Scheiß drauf, was hier ist. Oder liegt hier noch irgendwas? Da liegt noch Muni. Komm, nochmal hier rein. Mitnehmen. Noch was. Generatorraum, okay. Geht's erst gecheckt. So, ja, da ist Munition drin. Da brauchen wir nicht gucken, was drin ist. Das wissen wir schon. So, und rein in den Fahrstuhl. Die muss ich natürlich beeilen, weil der andere natürlich noch nicht da ist. So, wo bleiben Sie denn, junger Mann? Oder junge Frau? So, jetzt dürft ihr Fahrstuhl fahren. Ui, das ging aber schnell. Stay frosty.
So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Viele Signale, also wahrscheinlich sehr, sehr viele Kultisten, die ja wieder rumspazieren. Wir bauen uns mal so ein Teil in die Ecke. So, ein paar Stück kommen wir nicht mehr zurück. Ja, ist hier eine Deckung? Wir werden gleich sehen. Rüstung zerschossen schon von drei Leuten, oder was? Wir haben doch einen Raketenwerfer. Kann ich den eigentlich. Was kostet der eigentlich? Einfach einen Aktionspunkt? Ja. Kann ich einfach reinschießen in irgendeinen Wichsverein? Der ist natürlich sehr, sehr geradlinig, ja. Das machst du? Das machst du? Dann haben wir noch überladenen Plasmastrahl. Das ist ja noch viel geiler. Lecker. Oh, komm, machen wir mal so. Oh, dann sehen wir mal alles. Das ist der Granaten. Das ist der Ding. Und die Raketen haben wir nicht gesehen. Von der Seite kommt auch noch ein Alien. Okay. Hat der Schrotflintenfutzen nicht getroffen, was? Oh, was für ein ekliges Feuer hier. Ich hab jetzt auch diesmal keinen Sniper dabei. Haut raus, Mensch. Ich will nicht ewig in die Hampelkippe fallen. So. Meine Güte. Das war aber schon unschön. Und der Raum hat nicht allzu viele Vorräte. Munition, da haben wir ja auch schon ein bisschen was verschossen. Eine Medi. Ingenieurkram. Und alle haben schon wieder völlig in Stress. So. Einmal Datenbank durchsuchen. Und neu sammeln. Oh, was gibt's hier in der Datenbank? Like a blast-hardened elevator shaft behind a massive door. No signs of access codes. A proper doomsday vault, huh? Any other way in? Not without digging through the mountainside. No. It's the door or nothing. Find something, Hayes. My daughter's waiting. Looks like there are power loaders down in hangars. Okay, ja, wir fahren einfach mit dem Fahrstuhl. Wir kriegen irgendwas nicht auf. Brauchen wir einen Power Loader. Let's give it a try. Das war ja ein kurzer Brückenbesuch. So. Das heißt, wir sollen da reinkommen. Kommen wir da rein? Ach, jetzt können wir es auf einmal aussprinten. Okay, okay. Wenn ihr das sagt, dann machen wir das so. Einmal alle raussprinten. Oh, da ist jemand ein Level up. Lauft, 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 lauft. Immer schön durch den Schnee. Wird es schön warm. So, irgendwer macht mal hier auf. Was? Nee, nicht verschweißen. Recht. Das Auto macht das schon. Ach, die Tür ist auf einmal offen. Ach so, ach so. Habe ich natürlich nicht gewusst. Und ist hier nicht. Dann heißt es, wohl er beschützen, wa? So, steigen sie ein, junger Mann. Ab in den Powerloader. Oh, du bist so schön schnell, Mensch. Ist ja samenhaft. Ich kann das Auto leider nicht nach hier unten holen. Und jetzt soll ich bis nach dort. Gott, das wird aber nicht schön. Bleiben die wenigstens zusammen? Nee, bleiben sie nicht. Die lassen den Powerloader einfach alleine. So, wenn wir erstmal müssen wir dafür sorgen, dass sie keinen Stress kriegen. Dann wäre es auch nicht schlecht. Ach Gottchen, nee. Nicht sowas. Komm! Wieso ruckelt denn das wie Puma-Scheiße, wenn die fucking Waffe benutzen? Was ist denn das? Auch nicht mehr getroffen. Ey, cool. Powerloader niedergeschlagen, oder was? Ne, die Typen. Raus aus dem Bereich. Schon wieder niedergeschlagen. Finde ich toll, dass hier gleich erstmal eine fucking Queen kommt, hier gefühlt.
Leben noch alle? Ja. Okay. Was kommt denn da? Ach, schon wieder ein paar Hampelköpfe. Nein, der Raketenwerfer ist gar nicht so geil. Für stillstehende Gegner, ja. Ach, ich habe gar keine Befehlspunkte mehr. Weil er Säure abgekriegt. Heil dich mal bitte. Zwei Leute haben aber ein Level up. So, weiter schleichen. Scheiße, nicht, dass das Auto uns jetzt tot fährt. Schnell mal ein Stück zur Seite laufen. Und? Es fährt vorbei. Ich weiß mal nicht, wo es und wie es fährt, aber es fährt vorbei. Perfekt. Unendlicher Ansturm weiterhin. Warum auch nicht? Kaum bewegt jemand einen Powerloader, kommen überall alle Viecher raus. Aus jeder Ecke. Macht total Sinn. Ist hier unten ein Lüftungsschacht oder was? Ach, da hockt irgend so ein Hampelkopf. Keiner mehr. War vielleicht ein bisschen überreagiert. Bin ich ehrlich. So, wie lange braucht denn dieser Powerloader? Was sind denn das? Also, gibt denn hier keine Gabelstapler sozusagen, die das machen können? Können wir nicht mit dem Auto da einfach reinfahren? Schön, dass die Karte wieder rangeht. Ja, ranzoomen ist geil. Macht Spaß, habe ich voll Bock drauf. Ich will mehr vom Feld sehen, Leute. Was soll denn das? Ach, leck mich doch einfach. So, jetzt wollen wir 10 Minuten stehen bleiben, bis das Krüppelgerät hier endlich ankommt. Schön, wenn der Powerloader so langsam ist. Das hat was. Läuft er durch die Leute oder läuft er in die rein? Okay, haben wir gesehen. Ist off. Jetzt wieder aussteigen, okay. Schon wieder absolut gestresst, die Hampelköppe. Sonst ist hier nichts. Okay. Na dann weiter. Rüstung ist natürlich schon wieder runter, ist natürlich unschön. Ist gar nicht gut, die laufen da draußen. Ich habe einfach nicht erwartet, dass er gleich eine Größe bei ist und das Kinder trifft. Weißt du, könnt ihr euch nicht mal rennen aus. Achso, weil jemand redet, traut euch nicht zu rennen. Ah, jetzt kommen die Psycho-Quatscher rein hier, okay. Können wir nicht mitnehmen, okay. Haben wir noch voll? Hat schon einige Hallos, war der Typ? Was ist das denn hier? Gibt's so viele Wehe, meine Güte. Wo laufen wir jetzt rum? Ach, sie können wieder rennen. Hurry up, Squad! Creepy fucking place. Where to, Hayes? Frankly, I don't know. Secret lab means secret plans. Search that place, find Cassandra and get your men out of there. Okay. Right now. Ist hier noch was drin? Let's see what's inside. Ingenieurkram sozusagen oder Werkzeuge haben wir ja. Da können wir eine Tür öffnen. Ich würde gerne wissen, was hier unten noch ist. Dass da nicht einfach nur einen hinschicken kann, dass sie hier immer alle hinrennen müssen. Da wird ja jetzt nichts sein. Wahrscheinlich ist hier einfach nur eine verschlossene Tür. Ja. Gut, ich wollte es aber wissen. Dann sind wir da unten auch durch. Alles dicht erstmal soweit. Perhaps we should get moving. Ist ja nicht schlimm, wenn wir ein bisschen rumlaufen, steigen die Befehlspunkte nebenbei auch noch ein bisschen. Irgendwer macht es denn mal auf. Come on, Team. Boah.
Na los. Jetzt machen sie, junger Mann. Access granted. So, was haben wir hier drin Schönes? Ich weiß, was wir erstmal haben. Einen schönen großen Bereich. Mit dem hier. So, während der macht, ihr guckt mal, ist hier in der Ecke noch was? Nö. Ist in der Ecke noch was? Wahrscheinlich auch nicht. Es muss wahrscheinlich einfach nur da durch. Roger. Doch, ein Geschütz. Hat sich was versteckt. Ist ja wie Ostereier suchen. Gar nicht so einfach. So, der Raum sieht mir ein bisschen suspekt aus. Genau. Da liegt ein Datapad. That terminal should operate these cells. I can't tell if Cassandra's in one of them though. Enough of this. Open those damn cells, squad. Jonas, we don't know what's behind those doors. Der traut sich nicht weiterzulaufen, Mann. We'll learn more by searching the room. Let's see what's inside. Right now. Move on. Das Datapad wird uns jetzt alles verraten. Hey, I found something. Looks like a datapad. Alle volle Türen hier, so eine Kacke. So, was sagt denn das Datapad Schönes? Ja, das überspringen wir. So, was haben wir denn? Viererrudel, 6 vorläufige Exemplare, abnormales Exemplar, Häftling, Alpha-Exemplar, keine Angaben. Beobachtung zeigt vielversprechende Ergebnisse mit Experiment an Häftling fortfahren. Bei den Tiotani-Anlage, ja, jetzt wissen wir, dass Tiotani das rumgebastelt hat. Und das war von vornherein klar. Achso, jetzt können wir gucken, was wir öffnen. Hups! Dann schauen wir nochmal rein. Ja, ich habe das da schon gesehen. Ein Viererrudel wollen wir nicht. 6 vorläufige Exemplare, abnormales Exemplar. Ja, also 4 und 6 gucken wir erstmal. Okay, das hat ein cooles Feeling hier. Die Psychokammer so ein bisschen. Okay, aber da ist sonst nichts. Zeigt aber auch leider auf der Karte nicht aktualisiert an. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Nehmen wir die 4 auf. Bei anderen sind es aber das Rudel und irgendwelche Alpha-Exemplare oder nicht. So, das ist der Häftling. Bin ich ja richtig gelandet. Ha! Irgendwer von Valiant Yutani, ja? Kuckuck! Licht! Okay. Richtig zeitig gekommen. Ich wollte eigentlich draußen noch eine kurze Teepause machen und ein paar Kekse essen. Aber ich habe dann doch mal die Tür aufgemacht. I'm Sergeant Jonas Harper, USS Otago. And you are? In your den. Name's Theo Stern. Captain. Weyu Corporate Security. Bryce's famous associate, huh? How did a hotshot like you end up here? Mind your tone, son. Chasing Cassandra, of course. And losing good soldiers in the process. Ach wirklich? That base is a proper shithole. Das Basis ist ein Kriegsloch. I don't believe we met. Deputy Administrator Mike O'Hays, formerly of Pioneer Station. Delighted. Listen, folks, I need to take care of this wound fast. I imagine you got a vehicle nearby. May I pop in? Depends. What's in it for us? First, I know my way out. I won't drag your men behind. Ich kenne den Weg auch hier raus. I can open the lab doors for them. Here, take a look. Jetzt humpelt er sich ihn zurecht. Könnt ihr den nicht einfach mal verbinden? Der läuft durch, meine Leute. Bisschen am Computer rumtippen, halb im Tisch drin stehen. Happy? Fine. Join me in the APC. But don't try anything stupid. We clear? Crystal. That Stern got us more rooms to explore. Hurry, we need to find Harper's daughter.
So, Tochter Finn. Und den Affen kommt nicht einfach verarzten? Double time. Do you even know what you seem to prevent? Kann ich eigentlich noch rangehen? Ich kann die anderen Räume auch noch aufmachen. Ja, ja, diese Wesen sind Ende der Evolution und so. Ist schon klar, ist schon klar. Sie zeigt mir hier ein Fragezeichen drin an. Das verstehe ich immer nicht. Dass diese Kartenmarkierungen ständig falsch sind. Kommt ihr jetzt mit oder nicht? Ich denke, wir sind gespottet. Wo ist er denn überhaupt? Der läuft jetzt alleine rum oder was? Ja, wenn er meint. Come on, Team. They're heading our way. Okay, hier habe ich zumindest ein Geschütz gefunden. Also wird jetzt hier bestimmt wieder was los sein. Gucken wir erstmal in den Raum, dann haben wir schon mal einen wieder durchsucht. Ist hier was? Ist hier was? Könnte man als Schutzraum nutzen? Brauchen wir jetzt aber noch nicht. So, wie schaut's hier drin aus? Auch nix. Okay, dann hier drüben weiter. Ich glaube, das ist ganz nett, wenn wir hier nochmal so ein Teil hinbauen. Deploying Motion Tracker. Und dann schauen wir mal hier rein. Setting up Motion Tracker. Hier scheint auch gar nichts drin zu sein. Das sind das alles für scheiß Räume gerade. Da links wollen wir noch nicht lang. Wir gucken erstmal noch hier weiter. Come on, Team. Weil wir haben hier 6 von 7 Punkten. Komm, genau zentral eine Mine. Macht doch nicht, was? Right now. Jetzt. Hoffentlich explodiert sie auch. Wenn den Gegner durchgeht. Mine's activated. Ich weiß, es sieht so aus, wenn ich links rum muss. Darum gucke ich genau in die andere Ecke erstmal. So, mal hier, mal was zum Hacken. Wir machen es aber. Ach du Scheiße. Er zoomt ran. Das kann nichts Gutes heißen. Achso, ich kann mich bewegen. I'm sorry. No good deed goes unpunished. Rest easy, bro. Verstandstechnisch sind die Leute ganz schön gestresst mal wieder. Look, if you want to save more lives, tell me everything you can about this complex. Price sent us in blind. Muss man irgendwen heilen, nicht? She's not big on sharing information. Hier sind irgendwo noch Vorräte da. I don't know if you've noticed. Ansonsten, da ist ein Datapad. Und hier unten können wir noch mal reingucken. So, was haben wir hier unten? Oh, was haben wir denn da? Let's see what's inside. Weiß gar nicht, was das ist. More signature spotted. Oh! Was für die Forschung sozusagen. Achso, der sieht uns jetzt sowieso, ja, was wir machen. Move away, guys. Test mal. Hilft die Waffe? Anteilig, ja. Ich kann die Rakete halt nicht auf den Boden zielen, sondern bloß mal irgendwo gegen die Wand feuern. Nee. Keep it together. Der Krater zeigt dir gerade gar keinen an, jetzt zeigt er sie wieder an. Ach, das ist ein Typen. Datapad einsammeln und Mine auf den Boden packen. Hey, I found something. Psychokacke hier, also gerade so ein bisschen angehalten.
Nur Medipack? Zwei Räume im Medipacks. Ich weiß immer nicht, ob ich die ihre Psychokacke denn erstmal wegmache. Take a breather. Watch that stress, squad. Komm mal hier nur uns durch. Komm mal nirgends raus. Das meinte der Hampelkopf, wa? Er zeigt mir den Weg hier raus, aber ich weiß gar nicht wo. Nimm mal Tabletten. Nimm mal Tabletten. Sammel mal ein. Ach nö. Don't get too comfy, okay? So ein Quark gerade. Good job, guys. On it. Nervig. Das Nest wurde aktiviert. Benachrichtigt so ungefähr. Okay. Ah, scheiße, hier liegt noch ein Medi rum. Shit, man, I don't like that. Ups. It's a drone. Shit, that thing saw us. Bring him down. Kill that bastard. Weg mit dem. Sammeln wir mal einer ein. So, kann ich noch einen anderen Weg gehen? Hier unten rum, hier hinten rum, da rein, denn hier lang, will er raus. Okay, aber ich will ja weiter rein, ich will die alle finden. Hier könnte man noch ein paar Räume öffnen, wo wir wissen, dass da Rudel und so drin sind. Du musst hier mal immer wieder Tabletten fressen und du musst auch immer Tabletten fressen. So, haltet euch ran. Wegschießen. Jetzt bin ich noch nicht getroffen, richtig aus. Habt ihr sie jetzt? Weiter, weiter, weiter. Geht's hier durch? Nee, natürlich nicht. Da ist ein Nest, da wollen wir nicht rein. So, was sagt die Karte? Sagt nichts Besonderes. Ist auch bloß eine leere Sackgasse? Schnell weg vom Nest, wenn da wieder was spontan rauskommt, stehe ich genau davor. Da ist zu. Hier ist einfach alles zu, Mann. Ist hier drinnen irgendwas oder ist das bloß wohl ein Raum zum Einschließen? Scheint mir ein Raum zum Einschließen sein. Stay frosty, Marines. Come on, team. Ist ja alles dicht, ey. Was für ein Fuck. Ich bin halt schon so tief drin und habe keine vernünftigen Wege wieder raus. Keine vernünftige Möglichkeit. Was haben wir hier noch drin? Noch mehr Gefangene, an die sie rumprobiert haben, rumgedoktert haben. Roger. Let's see what's inside. So, noch irgendwas? Nö, ich glaube, ich habe hier alles. Ja, ihr habt multiple irgendwas hier, alles Signale und Funktionsstörungen im Kopf und wissen die, was ihr noch alles für Probleme habt. So, ihr verteilt hier. Ach ne, ich habe ja bloß einen Termin. Eine beide Minen packt, habe ich gleich keine Befehlspunkte mehr. Na gut, dann ist dem so. Hab so ein bisschen gesichert im Arsch. Nicht, dass die von hinten wieder angestürmt kommen. Ach, ihr habt schon aufgemacht, na dann. Ist hier was? Ein Lüftungsschacht, wa? Hier geht schon wieder nicht weiter, also ich muss hier lang. Ist das jetzt ein Lüftungsschacht oder läuft da in der Nähe? Es muss ein Lüftungsschacht sein. So, dann weiter, weiter, weiter. Ist hier was in der Ecke? Nee, super, also safe. Hier ist bloß ein kleiner Raum mal wieder. Ist hier was? Nee, Opus zum Verschweißen, sonst ist nichts drin. Irgendwer ist auf eine Mini laufen, okay, nett für die Information, danke, danke. Hier hocken sie halt drinne. Aber bevor ich das hier mache, ich habe halt keine Befehlspunkte, aber egal. Erstmal noch so ein Ding hinpacken. So, jetzt werden wir wieder fighten müssen gegen irgendwelche Hampelköpfe.
Haben wir doch. Where is she, goddammit? We're getting there, Harper. That's a surveillance room. Noch irgendwas. We should be able to unlock the high security doors from here and move deeper into the complex. All right, Marines. Take a look. Das ist aber auch groß jetzt langsam. Those creatures, they know we're here. On my way. Zwei Terminals. Noch ein Terminal. They're heading our way. Damit habe ich erstmal alles aufgemacht. Naja, fast alles. Ich was verpasst hier? Da oben ist noch irgendwas. Egal. Jetzt müssen wir hier unten wahrscheinlich hin und dann hier durch, wa? Vor dem Nest. Würde ich jetzt mal so tippen. Wobei dem Raum halt noch ein bisschen was rumliegt. Move on. Wir schauen, glaube ich, erstmal darüber langsam. Kommen wir ja gar nicht. Packen wir uns mal noch eine Mine. Roger. Planning mine. Wir können hier nicht reingucken, weil hier im Lüftungsschacht noch was wartet. Ah, jetzt ist es vorbei. So, kommt alle zusammen, alle zusammenkommen. Ja, ja, und rein da. Muni, Medi, Muni. Let's see what's inside. Noch was. Ingenieurskram können wir noch einmal mitnehmen. Let's see what's inside. Und das hier können wir jetzt nicht mitschleppen. So, da unten ist wer. Scheiße. Hier unten geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Ah, okay, okay. Wo läuft der lang? Links rum. Na, dann nehmen wir hier. Na, doch, gehen wir da durch. Move on. Ist er hier irgendwo hocken, das Alien? Und es kommen alle zusammen jetzt. I have multiple signals. Ich komm wieder zurück. Man. So, eine Mine irgendwen erwischt. Perfekt, hier an der Kreuzung. Hm. Wenn ich hier nicht lang komme, dann laufe ich noch woanders lang. Hier unten geht es ja nun auch durch. Dann laufen wir im Tier lang. Oh, sind hier Eier drin? Ja, hier sind definitiv Eier drin. Noch mehr, noch mehr. Ich würde am Rumstressen, die Leute. Hier tadeln, damit die alle zusammenhalten. Es sind noch zwei hier. Normalerweise würde ich jetzt eine Mine vielleicht hinter mir packen, aber ich habe nicht so viel. Fuck. Kamera? Da ist auch noch wer, oder? Shit, die kommen erstmal von hinten an die Sturm. Erstmal eine Ecke verstecken oder hier unten rein vielleicht. Hier geht's sogar noch weiter lang. Na, dann gucken wir noch ein bisschen rum, wa? Ist das der Raum hier? Mit der Königin-Version drinne, da könnte ich rein. Aber muss ich ja noch gar nicht, also mache ich das auch noch nicht. They lost your track, squad. Gut, die jagen uns schon nicht mehr. Hier hinten ist jetzt unser nächstes Ziel. Weiter, weiter, weiter. Das wird doch gleich mal interessant. Finden wir jetzt Cassandra. Erstmal voller Video. Beziehungsweise kurze Sequenz. Maus ist verschwunden. Okay, die Truppen sind also weg. Wir wurden einfach alle verarscht.
Jetzt haben wir bestimmt erfahren, dass die benutzt wurden, rangelockt wurden und dann right now. All right. Zu neuen Typen gemacht worden, wa? Okay. Pitiful security measures. That's weird. Give me a moment to download all the data. Oh my god. Harper, can you see this? Was denn? Was denn? Yes, I can. Ich dachte kurz, das ist ein Raumschiff. Das ist einfach nur so eine Kammer. Ist das das Video von dem Raum, wo ich drinnen bin, wa? But it's necessary. I can't. I don't. It's all right. I understand. The pain. It must be excruciating. Nothing worthwhile is ever easy, my Cassandra. I am not your Cassandra. Your old life is done. Your ascended consciousness chafes at being trapped in this inelegant, obsolete body. But I need you. Humanity needs you. Let me go. This will help you rest. I know it can't be easy. Sleep now. Yes. Your namesake was forever ignored, but you? I will always heed your warnings. Together, we will guide the faithful to a glorious future. The cradle is prepared. Good, good. Take her to the compound. But be gentle with her. She is our bridge to a better humanity. Okay. Micah, tell me you've got a location for this compound. That was Cassandra, wasn't it? Yes. Where did they take her? I'm looking. But someone did a thorough job of erasing some of these files. I'm uploading what's left to the Otago's mainframe. Got technical specs for this cradle, a list of test subjects. Otherwise, nothing. Was jetzt? Was jetzt? Contact! Ah. Now that is unfortunate. If not entirely unexpected. Destruct sequence initiated. Commence evacuation. Repeat. Commence evacuation. Well, what is it to be? Weapons down, squad. We need him. Bring that piece of shit back to the APC. Jetzt müssen wir den ganz nett wie er ist mitnehmen. Gott, man sieht jetzt auch so gut. Reactor approaching overload. Reach minimum safe distance. Scheiße, der ist immer so häufig kriegt der Typ. It's a drone. Na, ich halte ihn danach. Mach ich ihn jetzt? Kriegt er den so tot? Nee, kriegt er nicht. Jetzt aber. Halt ihn mal. Oh, die kommen halt ununterbrochen jetzt so ist. Oh, tötet es doch mal! Beim Heilen unterbrochen. Ach man, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt komme ich hier nicht raus, kann ich nicht mal zum Beispiel durch Heilen aus. Ach, von der Seite auch noch. Schon wieder unterbrochen. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ist doch nicht euer Ernst. Ich werde doch mal irgendeinen Hampelkopf heilen können. Mach mal ein bisschen schneller. Kommt schon.
This is not an exercise. Please reach the closest emergency exit. Hey, I found something. Looks like a data pad. Jetzt brennt die scheiß Station hier, oder was? Das heißt, ich muss irgendwo hier lang? Komme ich hier überhaupt durch? Ich weiß es nicht. Die Karte zeigt an, nee. So, wir machen das jetzt so. Wir drücken da hin. Drücken zurück zum Trupp. Dann wissen sie, wo sie lang müssen. Oh, da kommt gleich eine ganze Horde. Move away, guys. Scheiße, jetzt läuft. Reactor approaching overload. Reach minimum safe distance. Tango, straight ahead. Light him up. Scheiße, sind da doch alles nur noch so eine große. Weiterlaufen. Ich weiß gar nicht, bin ich hier richtig? Ich habe hier bloß noch einen Punkt. So. Komm! Move on. Warning, this is not an exercise. Please reach the closest emergency exit. Das war noch ein größerer? Oh, dieses Rote. Komm ich nie raus. Da lang. Komm mal ein bisschen schneller laufen jetzt. Da lang wahrscheinlich, ja. Lauft. Reactor approaching overload. Reach minimum safe distance. Halt. Wir benutzen das, sammeln das hier ein. Jetzt kommt schon von hinten wieder. Mann, jetzt macht sie doch mal kaputt. Komm, mach. Alter, ist eine Aufwertung, dass das zu schwülen schneller geht. Wäre mal was Feines. Auch eine Jahrzehnte dafür. Da unten war noch einiges. Aber wir haben die Mission geschafft. Die 8. übrigens. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr in die Station hin. Was ist denn, wenn ich da jetzt was vergessen habe? Irgendwelche Datapads. Why blow up your own laboratory? Where's my daughter? Oh, I had nothing to do with the laboratory's destruction. I'm afraid you'll have to ask. Director. Okay. Price. What the hell are you talking about? Your mission was to secure the data in Project Cassandra. As she couldn't access it herself, she sent your team. Then yours. We all became expendable the moment your precious Otago received the data she wanted. That fucking woman. And my daughter? Is she expendable too? Not to me. Her gift makes all of this possible. Where is she? I can't tell you. Harper! Mhm. Der ist gar kein Mensch. He's a fucking son! Of course. Marlowe learned early that Price only pretended to share his vision. She was only interested in securing his research for the company. He couldn't trust anyone other than himself, so he surrounded himself with precisely that. Where is Cassandra? I can't tell you what I don't know. Like I
said, Marlowe has trust issues. But I can tell you one thing. That pain you experience whenever you make contact with the Hive, it is nothing to what your daughter experiences. She is in constant agony. What have you done? We needed him! Like he said, he didn't know anything. Well, he sure as hell can't tell us anything now. Hanze, we're done here. Bring them back to the barn. Copy that. You got room for one more? No way in hell I'm going back to Fire Spire. I'll be black bag for sure. Okay, but you're gonna earn your keep. Suits me just fine. But there's one thing I can't figure out. How does it help Price if the files she wants are on the Otago? Hold a moment. There's something strange going on with the comms. What the hell? Hayes, do you copy? Hayes, can you hear me? Harper, you all right? Harper! Batsch. Was ist mit ihm jetzt los? Kontakt zu seiner Tochter oder was? Erstmal Abflug. Scheiße, ein Datapad verpasst, nur 96% der Mission geschafft. Und ich kann da bestimmt nicht mehr hin. Verdammt. Gut, ich habe die andere Mission auch nicht hundertprozentig. Insofern ist das alles. Geh, aber alle Mann haben sie erstmal Probleme hier mal wieder. Zwei sind gestiegen. Das ist schon mal schick. Der Rest könnte, glaube ich, gar nicht großartig steigen. So, was gibt's denn Schönes für dich? Erlösung. Auf jeden Fall Erlösung. Ja. Also, dass die Verletzung erst bei einem Treffer funktioniert. Ich meine, dann ist sowieso schon nahezu tot. Für jede Erholung Munitionsclip ist nicht schlecht, aber das sorgt halt dafür, dass der das Pech, also dass der weniger XP kriegt, weg ist. Sonst braucht er noch 1000 Jahre, bis der Affekopf ein hohes Level kriegt. So, und dann haben wir noch einen Richtschützen Level 5 jetzt. Plündern die Geist aus Stahl, oder? Dann kriegt er den Trauma-Quatsch noch los. Was war anhaltend? Ach, das ist auch das. Okay, Plünderer würde auch gehen, aber Mineralien weiß ich nicht, wie viel ich noch brauche, also nehmen wir das. Cool. War ja heute die richtige Story-Folge, Mensch. Was haben wir denn? Xenotoxin-Luftanwendung. Ja, was? Ja, wir haben einige Viecher gekillt. Zum Glück keine Königin. Fast 2000 Schuss verballert. Es kommt bestimmt nochmal ein Story-Video. Ja, natürlich, natürlich. Come on, come on. Got it. A pity. So ein Bastard, was macht er denn? Lässt er den jetzt raus? Time for me to leave. Ja, der Typ, der geschlüpft ist, stimmt. Was zur Hölle? Verrat! Verrat! Hold a moment, Stern. Something strange going on with the comm system. What the hell? Chief Corrigan, what's going on with the external comms? I don't know. The ship, she's acting strange. Our bulkheads are wide open. We're inviting all the creatures aboard. Get me back online, Chief. We got Harper's squad in the field. Working on it, but I could use another pair of hands. Defensive perimeter offline. Defensive perimeter offline. Ruin with us. Haste to all hands. Our plasma turrets just shut down. Martinez, I want our response teams to get those turrets back online. Already on it. Deploying now. Corrigan, I'm coming to you. We need external comms back. Harper just lost it. Becker! Doc! I don't have time for this. Oh.
Also, hast du das nicht erwartet, als da überall die Toten rumgelegen haben? Okay, es sieht mir halt aus, als wenn einfach die nächste Mission losgeht und wir in einer Schleichmission sind. Das Ganze stoppe ich jetzt einfach mal, denn das machen wir dann einfach nächste Folge. Ey, cool, das geht einfach so weiter. Ich dachte, auf der Station und alles normal. Aber hier ist jetzt einiges passiert. Sehr, sehr cool. Dann, ja, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Daumen hoch geben, kommentieren. Ciao, ciao.